Hallo, mein lieber Wassermann. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Den Zeitstempel für den Beginn dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wassermänner. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Wassermann, du bist hier in einer Phase der Veränderung, die an sich enorm positiv ist. Ja, das kann ich dir schon mal sagen. Wir bekommen hier auch eine Engelszahl herein. Wir bekommen hier die 888. Wenn du meine Legungen bereits kennst, dann weißt du, Engelszahlen sind immer ein Zeichen dafür, dass du am absolut richtigen Weg bist. Und die 888 steht im Speziellen dafür, dass hier etwas real werden soll. Und du hast es hier in der Hand. Also die 888 kann auch für einen Geldeingang stehen. Das hängt jetzt davon ab, auf welche Thematik du aktuell schaust. In Verbindung mit der 888 geschieht eine Veränderung. Und das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, wie ich nämlich hier sehe. Denn wir haben hier einen kleinen Haken, mein lieber Wassermann, und das ist etwas, das du auch sehr gut beheben kannst, denn es geht hier um deine Gedanken. Und deine Gedanken zeigen sich im aktuellen Zustand, also zum Zeitpunkt dieser Legung, als sehr, ja, grüblerisch. Also du denkst enorm viel nach und du denkst dir sehr viele Szenarien aus. Und vornehmlich aber eher das, was ist das Schlimmste, was geschehen könnte und nicht, was ist das Beste, das geschehen könnte. Und die 888-Energie kann natürlich jetzt solche Gedanken verstärken. Also kann dazu führen, dass dann genau das, was du nicht möchtest, real wird. Also die sogenannten Self-Fulfilling Prophecies. Das soll aber nicht geschehen, mein lieber Wassermann. Ja, also deswegen bist du, denke ich, auch hier bei dieser Legung. Denn an sich sehe ich hier extrem viele positive Zeichen für, ja, auch für die nächste Zukunft auf jeden Fall, die hier auch zu dir kommen sollen. Ich sehe hier sehr positive Entwicklungen und du hast es in der Hand. Ja, es ist natürlich verständlich, diese Veränderung, die hier gerade geschieht, die sieht schon auch sehr, ja, wie soll ich sagen, chaotisch aus. Was dann irgendwo auch erklärt, dass du hier natürlich, ja, dass sich hier vielleicht der ein oder andere Zweifel zeigt, dass man sich hier Gedanken macht, was mache ich denn, wenn das und das geschieht? Und hier ist der Punkt, diese Gedanken musst du natürlich nicht abdrehen, aber es ist wichtig, hier auch zuzulassen, was ist denn das Beste, das geschehen kann? Was ist, wenn es viel besser wird als erwartet? Und auch diese Gedanken brauchen Raum, denn das ist hier entscheidend. Die 888-Energie kann oder ist hier ein Zeichen dafür, dass Dinge real werden können, die du dir wünschst. Und deshalb, ja, ist es auch wichtig, sich anzusehen, wo möchte ich denn eigentlich hin und was würde denn geschehen, wenn alles gut läuft? Was würde denn geschehen, wenn das beste Szenario eintrifft? Ja,
Und das ist hier wichtig. Ein positiver Gedanke ist um ein Vielfaches stärker, um ein 100- bis 1000-faches, sagt man, stärker als ein negativer Gedanke. Deshalb musst du dir jetzt hier wirklich keine Sorgen machen, dass hier irgendetwas droht, ja. Es ist nur vom Universum hier ein Ausrufezeichen an dich. Pass auf, in welche Richtung du dich hier aktuell bewegst. Das heißt nicht, dass das hier schon eintrifft. Diese Veränderung, die ist gerade im Rollen und es ist hier vieles in Bewegung und du hast in der Hand, wie sich das entwickelt. Und darauf möchte dich das Universum hinweisen. Und es ist wichtig, wichtig, wichtig. Und das ist ein großes Thema dieser Legung, welche Gedanken du hier vornehmlich pflegst. Ja, denn das hat hier einen wichtigen Einfluss auf die kommende Entwicklung. Und bei der 888 Energie geht es ja auch darum, dass hier etwas real werden soll, ja, dass das auch für dich bestimmt ist und dass du auch wirklich möchtest. Deshalb ist das hier sehr, sehr entscheidend. Schauen wir jetzt aber mal weiter. Ja, von außen betrachtet, also deine Situation von außen betrachtet, sieht folgendermaßen aus. Auch hier sehe ich es, hier tut sich einiges zu deinen Gunsten. Es geht hier sehr viel um Schicksal gerade. Ich meine, das haben wir hier liegen, das haben wir hier liegen, das haben wir hier liegen. Das ist hier enorm wichtig, mein lieber Wassermann, und das Universum möchte dich dafür sensibilisieren, dass du deine Augen und Ohren öffnest für Möglichkeiten, die nämlich da sind. Nur diese Möglichkeiten treten ein bisschen in den Hintergrund oder man nimmt sie nicht so wahr, wenn man hier, ja, wenn man sich hier vornehmlich um Probleme kümmert, die eigentlich noch gar nicht real sind oder die vielleicht überhaupt nie geschehen. Denn ich sehe hier auch, dass deine Gedanken teilweise schon, ja, weiter, also viele Schritte voraus sind und das einfach schon zu weit vorausgesponnen ist, ja, an Gedanken. Und das ist hier entscheidend. Das zeigt sich nämlich auch in der Außenschau. Irgendeine Problematik bekommt hier eine zu hohe Priorität. Das heißt nicht, dass diese Problematik nicht real ist, ja, oder dieses Thema, worum sich deine Gedanken drehen. Das ist etwas, mit dem du dich sehr viel beschäftigst. Ja, also das spielt hier mit hinein. Dieses Thema hat eine Wichtigkeit, also das auf jeden Fall. Die Sache ist nur, es wird zu groß gemacht, es bekommt zu viel Aufmerksamkeit und macht diesen schicksalhaften Möglichkeiten hier ordentlich Konkurrenz. Und das ist jetzt auch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis vom Universum, mein lieber Wassermann, was du hier nämlich tun kannst. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die hier aktuell hochgefahren sind. Diese Blockaden sorgen eben auch aktuell für Verzögerungen und Stillstände und sind aber auch bereit, aufgelöst zu werden. Ja? Und es kann durchaus sein, dass hier die ein oder andere Blockade dabei ist, die dir einfach nur bewusst werden soll, um dann schon in die Auflösung gehen zu können. Wir schauen uns nichtsdestotrotz natürlich wie immer die Lösungsimpulse vom Universum im Anschluss an. Und dann schauen wir noch in die Tendenz, also wie es sich womöglicherweise weiterentwickeln könnte. Aber wir schauen uns jetzt zuerst mal in den Blockaden um. Und da meldet sich nämlich auch schon das Universum zu Wort. Und hier geht es darum, dass dir Zeichen gesendet werden, die du aktuell nicht so sehr wahrnimmst. Also das Universum versucht, in Kontakt mit dir zu treten. Ja, das kann auch sein, also das muss jetzt nicht zwingend eben Engelszahlen betreffen, das, oder Synchronizitäten oder Symbole, Krafttiere etc. etc. Das kann auch ganz konkret sein, dass hier vielleicht ein Brief noch nicht geöffnet wurde, für den du jetzt gerade eben keinen Kopf hattest, ja, oder eine E-Mail noch nicht gelesen wurde, wo vielleicht etwas sehr Wichtiges für dich drinnen steht. Auch das sind Zeichen. Es ist wichtig, dass du dich dem öffnest, denn das Universum zeigt hier auch eben, das ist eine Blockade, die kann natürlich sehr leicht gelöst werden, wenn sie einem bewusst wird.
Und das Universum möchte dir hier eben auch durchgeben, dass sich, also dass diese Transformation, diese Veränderung, die hier stattfindet, zu deinen Gunsten laufen soll. Und dass hier auch, ja, unter Anführungsstrichen Wunder möglich sind. Ja, und da geht es eben auch um deine innere Haltung. Und das ist hier wichtig. Auch auf deiner Ebene kann man hier erkennen, dass ja alle, dass Leichtigkeit gerade blockiert ist, was natürlich verständlich ist. Ja, also es geht jetzt hier nicht darum, dass das nicht verständlich wäre. Hier ist ja auch eine sehr starke Veränderung im Gange, die, denke ich, auch für den einen oder anderen jetzt nicht zu 100% nur angenehm ist, denn das kann durchaus sein, dass das hier auch einige betrifft, dass es sich so anfühlt, als würde kein Stein auf dem anderen bleiben. Das ist natürlich, wenn man da nicht weiß, ja, wie baut sich das denn wieder zusammen oder wie sieht denn das dann nach der Veränderung aus, ist natürlich klar, dass man sich hier natürlich auch Gedanken macht. Aber Zuversicht ist hier wichtig. Und Achtung, da geht es auch nicht um toxische Positivität, dass man sich alles schönredet und sich einredet, alles ist super. Also das auf keinen Fall. Sondern es geht ja auch gerade jetzt darum, sehr, sehr stark darum, den Moment anzunehmen, das Hier und Jetzt anzunehmen, denn es ist nicht durchgehend nur anstrengend und fordernd. Es gibt ja auch Momente, die angenehm sind, die du annehmen darfst, wenn du das möchtest, das entscheidest natürlich auch du, aber das ist hier auch entscheidend für die 888 Energie, dass sich die so entfaltet, dass sich hier Dinge manifestieren oder Situationen manifestieren, die dir auch gut tun, die du tatsächlich erleben möchtest. Ja, es ist natürlich auch wichtig, sich darauf vorzubereiten, was ist, wenn sich eine Herausforderung zeigt, aber nicht nur. Ja, das ist entscheidend. Also es geht hier um ein Gleichgewicht, mein lieber Wassermann. Und dann haben wir hier noch etwas in den Blockaden. Wir schauen uns ja auch immer noch eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen zu tun hat, mit Menschen aus deinem Umfeld. Und hier gibt es eine wichtige Verbindung, die hier gerade sehr stark in den Hintergrund tritt. Das kann jetzt eine bestehende Partnerschaft betreffen, das kann eine Freundschaft betreffen, das kann natürlich auch eine Verbindung zu einem Familienmitglied betreffen. Wenn du auf Berufliches schaust, dann eben auf dieser Ebene kann das eben auch eine wichtige Verbindung sein, die hier aktuell ja nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber sehr, sehr wichtig ist auch, um hier diese Blockade, die sich hier auch zeigt, zu lösen. Ja, auch das ist hier enorm wichtig, dass dir das hier bewusst wird. Und wir schauen jetzt mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Ich bleibe jetzt mal kurz hier in der Mitte, denn das darüber möchte ich schon die ganze Zeit sprechen. Es ist wichtig für dich, das ist hier eine enorm wichtige Information vom Universum. Es ist wichtig, dass du dir hier in allen Bereichen Klarheit verschaffst, wo es nur geht. Denn ich sehe hier auch, dass es hier gerade in dieser Veränderung auch viele Situationen gibt, die unklar sind, schwer zu greifen sind. Und was deine Gedanken betrifft, da kannst du natürlich starten. Es ist hier wichtig, auf den Punkt zu kommen, zurück ins Hier und Jetzt. Das Hier und Jetzt ist aktuell sehr entscheidend für dich, dass du hier auf der Welle mitschwimmst, ja, und nicht von ihr überrollt wirst. Ja, das ist entscheidend, denn es geht hier darum, bei deinen Gedanken zu erkennen, sind die noch im Hier und Jetzt, behandeln die Themen, die aktuell sind, oder sind das Themen, von denen du, oder sind das Szenarien, die sich eventuell ergeben könnten? Das ist hier wichtig, hier zurückzukommen. Denn wenn du merkst, dass sich hier in deinem Kopf bereits ein Szenario ausbreitet, dass viele andere Szenarien vorne weg braucht, um überhaupt entstehen zu können, dann kannst du das gleich mal abdrehen, ja, und zurückkommen ins Hier und Jetzt. Und es gibt hier, denke ich, auch noch ganz konkrete
konkrete Themen, wo man etwas nachlesen kann, ja, also sich informieren. Also diese Veränderung, die kann durchaus etwas Berufliches betreffen. Und es geht hier auch um Informationen einholen, irgendwo, vielleicht auch irgendwo hinsehen, wo man sich denkt, ah, das könnte mühsam sein und das könnte mit sehr viel Aufwand verbunden sein. Und genau da sollst du jetzt eben hinsehen. Dafür ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mein lieber Wassermann, sich genau diesen Dingen zu stellen. Wir haben nämlich auch hier auf deiner Ebene eine ganz klare Ansage vom Universum. Es geht hier um ein Lernen, eine Art Weiterbildung, Fortbildung. Kann auch tatsächlich beim einen oder anderen sein, dass du vielleicht einen Kurs gebucht hast oder dass du eine Ausbildung beginnst und es eben wichtig ist, sich diesem Lernen zu öffnen, Informationen einholen, ja. Das muss jetzt aber nicht zwingend eine Ausbildung oder einen Kurs betreffen. Das kann ganz generell, es kann ja ganz generell darum gehen, Klarheit durch Informationen einholen, mit jemandem sich austauschen beispielsweise. Wenn es hier vielleicht um irgendein ganz spezielles Thema geht, wo du vielleicht einen Experten, eine Expertin kontaktieren könntest, ja, für professionellen Rat zu was auch immer, ja, wenn du hier irgendetwas ganz Spezielles vorhast beispielsweise, auch das ist ein Dazulernen und das ist sehr wichtig und führt auch dazu, dass hier eine Erleichterung stattfindet und diese Blockade fallen kann. Und diese Zeichen, die dir das Universum schickt, möchte, für die wirst du sensibler, je mehr du für Klarheit sorgst und je mehr du ins Hier und Jetzt zurückkehrst. Das ist entscheidend für dich. Das ist hier ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in der aktuellen Situation und führt auch dazu, dass dieses Grübeln endlich ein Ende findet, denn das ist ja natürlich kein erhaltenswerter Zustand und das ist hier enorm wichtig. Dann haben wir hier noch etwas, da geht es um diese Verbindung, die aktuell ja ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, eben ich denke auch wegen dieser Entwicklungen, die sich hier zeigen und es geht darum, sich mit dieser Person auszutauschen. Das kann jetzt sein, dass diese Person einen sehr guten Blick auf deine Situation hat, das Ganze sehr klar sieht, auch sehr ehrlich ist. Das ist hier auch wichtig. Das ist eine Verbindung auf Augenhöhe, die ich hier sehe. Und dir hier dabei helfen kann oder ja, dass du hier erkennst, wie löst du diese Thematik hier, ja. Ein Ausweg, eine Lösung soll sich hier zeigen. Das kann natürlich auch in einem beiläufigen Gespräch geschehen, dass man sich einfach über Alltägliches austauscht, miteinander spricht, gar nicht wirklich um diese Veränderung geht und hier im Gespräch irgendein Satz, ein Wort, eine Phrase fällt, die dazu führt, dass sich bei dir ein Schalter umlegt und du hier zu einer Erleichterung kommst. Denn das sehe ich hier durch die Bank, das ist hier wichtig und es ist hier eben auch wichtig, dass diese Blockaden hier freigesetzt werden, dass diese hier Blockaden hier aufgelöst werden können oder aufgelöst werden und das soll relativ flüssig vonstatten gehen. Wir schauen jetzt noch in die Tendenz, also was höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, und hier, ich starte hier in der Mitte, hier haben wir eine Kurskorrektur. Das Universum sagt hier, solange du hier nicht selbst für Klarheit sorgst, vielleicht geht es ja auch darum, irgendetwas nachzufragen, eben bei diesen Informationen einholen oder eben etwas nachzulesen oder was auch immer das hier ist. Es ist etwas Konkretes, es ist etwas, wo du hinsehen sollst. Also wo ich denke, dass man das unbewusst ein bisschen hinausgezögert hat. Und hier ist einfach ganz klar in der Tendenz, das wird sich erst ändern, wenn du hier für Klarheit sorgst. Also du hast es in der Hand, wann du dir hier diese Informationen holst oder wann du hier für Klarheit sorgst. Dann verändert sich dieser Zustand und das ist hier, also dieses Grübeln und das ist hier entscheidend. Das soll sich auflösen, sobald du hier beginnst, in irgendeiner Art und Weise eine Struktur zu erstellen oder vielleicht auch
aufzuräumen. Vielleicht sind das auch Unterlagen, die irgendwo einsortiert werden sollen. Oder vielleicht ist das ein Teil von dem Ganzen, dass hier bestimmte Unterlagen in eine gewisse Reihenfolge gebracht werden sollen. Das kann durchaus auch der Fall sein. Und das, dieser Zustand verändert sich durch dein Tun. Sobald du beginnst, wird sich das hier auflösen. Das kann ich dir schon mal sagen. Dann haben wir hier noch etwas, was das Umfeld betrifft. Da geht es um diese Verbindung, die sich hier zeigt, wo sich hier eine Lösung, ein Ausweg zeigen soll. Und offenbar, ja, hat die Person, um die es hier geht, schon eine ähnliche Erfahrung in ihrem Leben gesammelt. Diese Person, die sich hier zeigt, sehe ich als geschlechtsneutral an. Da bekomme ich jetzt nicht mehr Informationen heraus. Ich nehme aber an, du weißt, wer diese Person ist. Und diese Person hat in diesem Prozess, der sich hier zeigt, oder soll hier weiterhin eine wichtige Rolle für dich spielen und kann dir hier auch noch in der ein oder anderen Situation eine bestimmte Information durchgeben, ja, oder dich hier irgendwo unterstützen. Wichtig ist aber immer, wenn sich das hier zeigt, dass du natürlich auch reflektierst, passt das auf meine Situation? Denn oft ist es so, dass man hier etwas, dass man hier ein bisschen um die Ecke denken soll, das in die eigene Sprache übersetzen soll. Auch wenn man so dieselbe Sprache spricht, spricht ja natürlich trotzdem jeder eine eigene Version davon. Und das ist hier auch sehr wichtig. Also denke ich, wird es hier vermutlich schon bei den meisten ganz konkrete Informationen gehen, die du durch diese Person erhalten kannst. Also du hast hier weiterhin Unterstützung auf diesem Weg. Das kann ich hier sehen. Und auf deiner Ebene zeigt sich an, dass hier ein Aufbau beginnt. Ja, also dieses Chaos, das sich hier zu Beginn der Legung zeigt, im Zuge dieser, das eben Teil dieser Veränderung ist, das soll hier in wirklich absehbarer Zeit beginnen, sich aufzulösen. Das ist aber ein Prozess, mein lieber Wassermann. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen bei den allermeisten. Natürlich kann es im Einzelfall sein, dass sich hier wie durch ein Fingerschnipsen das auflösen kann, aber das ist eher die Ausnahme. Vor allem, wenn ich mir das hier so ansehe, das wird Zeit brauchen. Und durch dieses Informationen einholen, das ist hier entscheidend, beginnt sich hier etwas aufzubauen, etwas klar zu werden, sich etwas zu strukturieren, eine beginnende Stabilität kündigt sich an, wo du auch merkst, wie sehr, ja, dass du das in der Hand hast. Du hast hier den Hebel in der Hand. Du entscheidest, wie das aufgebaut werden soll. Deshalb ist hier wirklich wichtig, dass du hier für Klarheit sorgst und deine Gedanken zurück ins Hier und Jetzt bringst. Und eben auch darauf achtest, dass du auch darauf blickst, was ist das Beste, das geschehen könnte, mein lieber Wassermann. Wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.